Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 2. In der letzten Folge haben wir das Schloss hier erreicht und wollen jetzt da unten zu einer Balliste kommen. Dafür müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier runterkommen. Ist nicht hier mit dem Aufzügen? Nö, scheinbar nicht. Wo war denn hier ein Weg für mich nach unten? Das sind alles keine... Kommt down. Wir nehmen mal den. Hey Geralt, du darfst da ruhig runterspringen. Dass Geralt sich da jedes Mal mal Rücken hinstellen muss, um runterspringen zu können. So. Und ein letztes Mal runterspringen. Lumps. Dann können wir uns hier mit den Typen auseinandersetzen. Klappe. So, wir haben aktuell Igni ausgerüstet, das ist ganz gut. Da stand ein Buch. Auf die Lilien zu vögeln. Beziehungsweise zu fliegen, müsste man ja sagen. Okay, können wir nicht kontern. Ah, ich glaube, weil wir. Ich glaube, nach dem Tutorial wurde unser Talent wieder zurückgesetzt. Das muss ja mal cool sein. Wurzel immer in deiner Rüstung zu hin. Wir verprügeln dich jetzt einfach mal ein bisschen. Das ist bald mal eine Güte, hat der viel ausgehalten. So, wir sollen die Balliste einmal laden bzw. spannen. So, wir müssen hier einfach nur einen Button mashen. Das ist kein Problem. Das kriege ich hin. So, jetzt geht's aber gleich ans Ziel. Nachdem wir die nächsten Typen besiegt haben. So. Unser dritte von der Ballett. Können ja nichts. Da frage ich mich immer, warum die Schilde haben, wenn sie die eh nicht wirklich nutzen. So, ich wollte gerade sagen, Aimballista. So, hier müssen wir glücklicherweise nicht manuell zielen, glaube ich. Das macht Geralt schon von ganz alleine. Und da kommt noch mal so ein Lavalettritter. So, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Ich habe hier andere Probleme. So. So schön. Und einmal. Komm, da habe ich. Noch mehr Aim. Ja, doch schon. So, habe ich jetzt. Nein, natürlich nicht. Noch mehr Ritter. Die Rüstungen sind natürlich härter, wie ihr merkt. Hier ist nicht mehr raus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich kein Auto im Sinne von, wenn wir eine Einheit auswählen und diese Einheit stirbt, ist dann wieder die nächste ausgewählt. Das ist ein bisschen nervig. Oh, guck mal. Guess they'll never learn. Na, an was ist das wohl eine Anspielung? Ich muss sagen, ich wusste, dass sie existiert, aber ich wusste nicht mehr, wo ich sie finde. So, hier können wir jetzt erstmal ein paar Leichen ausnehmen. Die Leichen bleiben an sich nicht zurück, sondern immer nur diese kleinen Säckchen, die wir ganz entspannt einsammeln können. Ja, du darfst auch gerne dein Schwert wieder wegstecken. So, haben wir sonst noch irgendwo was, was wir ausnehmen können oder so?
Scheinbar gerade nicht. Oder hinten lagen noch ein paar. Okay, nee, falsche Taste. Kann man nicht irgendwie rennen? Ich glaube nicht. Ein eiserner Ring haben wir bekommen. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, dann feuern wir jetzt mal die Balliste ab. So, ich hoffe, du hast gut gezielt, Geralt. Sehr schön. The Towermen! Storm the Tower! The gods are with us! So, wir müssen uns jetzt da hinten hochkämpfen. Aber auch das werden wir durchaus hinkriegen. Da bin ich relativ zuversichtlich. So. Kill the Witcher! Der Vorteil ist, wir können natürlich auch mit einem Schwerthieb mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Auch wenn wir so gesehen den Gruppenkampf ziemlich nicht mehr haben. Lass uns mal zu. Kill the Witcher! So. Guten Tag. Schön, dass du nicht reagierst. Habe ich kein Problem mit. So, sonst noch irgendwo Gegner? Ach ne, stimmt, ich musste ja hier hochklettern. Moment. Uhren, Eisenringe. Nehmen wir alles mit. Und alle hüpf. Hoch da, Geralt. Ich guck kurz an. Vielleicht hast du. Ein Short Sword. Das ist wahrscheinlich nicht besser als unser jetziges. Aber wir können mal kurz gucken. Damage 8 bis 10 hätte das. Und wir haben 9 bis 13. Und eine 1%ige Chance auf einen Instant-Kill. Hier müssen wir wohl mal wieder. Aber letzte Runde ausschalten. Ich kenne mich da gerade wieder. So, erstaunlich, wie wenig Schaden wir einfach nehmen. So. Verdammt, ich bin nicht getroffen. So. Unser König kämpft auch noch mit einem. Enzo Echeverry. Ja. Jetzt nicht mehr. Bitte schön, euer Ehren. Ja? Achso, kommt ein neuer Gegner. Da vorne sind einfach noch ein paar Gegner. Der König wollte es stürzen. Du musst erst an den Kanal kommen. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich will den Wein haben. The door! Smash the door! Axeman! Give me splinter! Kriegst du jetzt Wein? Wein wäre eine gute Idee. Hallöchen. Der hält richtig gut aus. Ja, bin ich immer ganz froh, wenn man den schon herausfokust, aber. So, dann schön. Achso, ihr wollt einfach schon hoch. Okay. Redet halt nicht mit mir. So, mach ich jetzt auch hoch. Danke. Das ist keine gute Idee. Genau deshalb. Desist! Or be put down like the rabid dogs you are! Arion Lavalette. This will be no easy task. Surrender, Arion! You'll be treated with honor! Go plow yourself, King! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You've got a better idea? I'll try to get inside.
It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. Ja, das werden wir versuchen, aber erstmal Level up. Ja, und wir sind wieder auf Level 1 zurückgesetzt worden. So, erstmal, wobei, Messer werfen. Ja, Parrying will ich halt haben. Na gut, nehmen wir mal die Ausdauerregeneration, dann können wir ein bisschen kontern, so ein bisschen blocken. Oh. Na gut, dann rennen wir hier mal durch. Steht hier nicht gerade günstig für mich. Sorry, ich muss mal durch. Ihr schießt mir sonst nur Pfeile irgendwo rein. Oh. Im Prinzip können wir uns mit reinem Waffenmaschinen hier durchkämpfen. Da brauchen wir noch nicht was aufs Timing zu haben. Kann man jetzt argumentieren, ob das besser oder schlechter ist. Ich persönlich bevorzuge eigentlich so einen Kampfstil, so ein Kampfsystem im Sinne von, man hat die Auswahl aus leichten und schweren Schlägen. Habe ich lieber als, ja, du hast vom Prinzip eine vorgegebene Angriffsreihenfolge und musst einfach gucken, dass du diese Kombo aufrechterhältst. So, erstmal Schussschwert weg, Geralt. Wir wollen ja mit dem reden. So, bevor wir aber mit dem reden, okay, nee, da kommt nicht hoch, also. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Come on. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute, you may lose even those. Choose. Hear that, men! The king sends a witcher, and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword? Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, witcher. Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender, and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. Wir hätten ihn noch zum Duell fordern können, aber wir sind gnädig. Arion Lavalette laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. Drache? While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edo. To think it almost killed us all. Ja, wir hätten Teile überspringen können, aber wir wollen ja die ganze Story. Arion Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to feed us to town. Want to head back to the tent?
camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's Special Forces. We want to see him! You doubt my words, dog? Open the gate now! Das war unnötig. Effizient. Hallo Verb. Sire. Vernon Roach. Tell me, Roach. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. Protect the king! Krache. Uncool. Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! Just be nice! Right now. It's a dragon! I can't believe it! Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Before the fruit turns my army to cinder! Witcher, how do you fight? Dragon! Take cover! You don't. To the hoardings! Some professional you are. We've got to get to the town. We might stand a chance there. They're at the gate! At them! Last beamers! This is you want to go over and tell them. Leise die Texte, stimmt nicht ganz. Option Sound, Hallo, mal lauter, mal ein bisschen leiser, das bitte nochmal ein bisschen leiser. So. Ja, eigentlich Young Hexer keine Drachen. Aber dem Drachen scheint das egal zu sein. Back up! I'll open the gate! Quickly! So einen Zauberer dabei zu haben, ist schon ganz praktisch. I can't hold this for long. Call the arbalists. Moment. Ich nehme kurz Go! Aus. I'll manage. Okay. Dankeschön. I can teleport myself, but not you. Right. Triss! The bridge is burning! Quickly, this way! Lauft. Oh, die Brücke brennt. Lass mal drüber joggen. Alter. Nee, Drache, das ist voll unfreundlich von dir. Gut für uns, schlecht für die. Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. Na dann. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fenn took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire. That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below.
You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fenn, come with me. Witcher. Your Grace. I've a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Okay. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good hostages. Okay, dann. Alright, wenn du deinem Hauptmann da nicht vertraust. I'm relying on you, Witcher. Dann kümmern wir uns jetzt mal darum. Where are those axes? Move your asses! So, wir sollen diese Passage finden. Aber das müssen wir leider wieder verschieben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hoffentlich sind wir bald mit dem Prolog durch, denn dann geht das richtige Spiel erst los. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.